Tag, Herr Overath. Grüß Sie, schön, Sie wieder am Geisburgheim zu sehen. Wie fühlt es sich an, wieder durch die heiligen Hallen zu laufen? Also, durch die neuen heiligen Hallen bin ich ja auch eine Zeit lang gelaufen. Und meine Zeit, die größte Zeit, habe ich ja vorher hier verbracht. Mit 18 oder 17 oder 18 hingekommen und mit 34 dann beendet. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind damit als Teenager noch hier hingekommen und dann aber auch direkt recht schnell in die Startelf beim FC geschafft. Nein, ich hatte ja ein Jahr Sperre. Das war ja damals so. Ne? Wenn du von einem kleinen Amateurverein weggehst, wurdest du ein Jahr gesperrt. Und das war ein Jahr vor der Bundesliga. Und Franz Krämer, der größte Präsident, den wir je hatten, mit Weitblick und allem, der hat das erkannt, den Wolfgang Weber und mich zu holen. Wir waren beide eben 18 und wurden ein Jahr gesperrt. Und dann haben wir hier trainiert mit den Assen, mit Hans Schäfer und Thielen und wie die alle hießen, Leo Würden. Haben wir dann hier trainiert ein Jahr. Wir haben Spiele gemacht und in der Saison dann danach, nach dem einen Jahr, begann die Bundesliga. Und da habe ich dann sofort begonnen und ja, alle Spiele gemacht im ersten Jahr, Meister geworden. Wir waren so wie Bayern München heute den anderen voraus. So war unser FC den anderen voraus. Dann haben Sie ja auch direkt im ersten Spiel geknipst, das erste Bundesligator der FC-Geschichte geschossen. Ja. Das ist jetzt 60 Jahre her, dieses Jahr, Ihr Jubiläum. Ja. Was ist die schönste Erinnerung an die Zeit, vor allen Dingen vielleicht an die erste Saison und die erste Bundesligameisterschaft? Dass wir eben so eine überragende Mannschaft hatten, dass überall, wo wir hinkamen, waren wir die große Nummer und sind dann auch mit Recht, glaube ich, deutscher Meister geworden. Und da kann ich jetzt nicht ein Spiel rausnehmen oder so, sondern es war ein traumhaftes Jahr für einen jungen Spieler, der dann in eine Mannschaft kommt, alle Spiele macht und deutscher Meister wird. Das, mehr kann man nicht erwarten. Neben dem Jubiläum 60 Jahre Bundesliga haben wir noch ein Jubiläum, 100 Jahre Standort Müngersdorfer Stadion. Sie haben in drei Arenen gespielt. Ich glaube sogar mehr, weiß es nicht. Stadion Hauptkampfbahn, da kann ich mich noch erinnern. Das war so, dass die Zuschauer so weit weg waren, da gab es keine Tribünen, die nach oben gingen, sondern so weit weg waren, dass da hinten welche standen, die waren 300 Meter weiter weg vom Platz. So war das, die Hauptkampfbahn. Ne? Und ja, danach. Dann ging es in die Radrennbahn. Die Radrennbahn, ja. Da war dann Stimmung, war alles schön eng, klein. Ja, und dann haben wir das Stadion gebaut. In die Betonschüssel, ins Müngersdorf, ja, ins neuere dann. Ja, damals. Und dann kam das vierte noch. Ne? Dann kam noch das Rhein-Energie-Stadion, ja, das war dann während Ihrer Präsidiumszeit. Ja, ja. Kann man da einen Vergleich ziehen? Was war die schönste Zeit? Was war das schönste Stadion? Ja, das schönste Stadion ist jetzt. Das ist ja traumhaft, wenn du in dem Stadion bist und schaust von oben runter und kannst so das alles überblicken von der Atmosphäre her und so. Das ist schon wunderbar. Schöner wäre es meiner Meinung nach, wenn man zumachen könnte. Könnte man noch mehr Stimmung reinbringen, aber es geht vielleicht nicht. Dann herzlichen Dank schon mal soweit. Wir haben jetzt ein kleines Frage-Antwort-Spiel noch vorbereitet. Ja. Da müssen Sie nur ganz kurz antworten. Ja. Der erste Gedanke, den Sie haben, wenn ich Ihnen ein Wort zuwerfe. Und wenn ich dazu nichts sage, was dann? Auch dann ist das eine Antwort. Gut, gut. Dann fangen wir an. Erster Gedanke zu Fußball. Wunderbar. Kindheit. Schön. Siegburger SV. Auch gut. Hauptkampfbahn. Keine gute Erinnerung an die Hauptkampfbahn, sonst war das eine wunderbare Zeit. Radrennbahn. Stimmung. Müngersdorfer Stadion. Gut. Bundesliga-Debüt. Sehr gut. Deutsche Meisterschaft 1964. Sehr gut. Hennes Weisweiler. Schwierig. Steffen Baumgart. Überragend. Münzwurf von Rotterdam. Traurig. Geisbockheim. Heimat. Länderspieldebüt. 19. Nicht mehr so im Kopf. Erfolgreich.
WM-Finale 1974. Größter Erfolg für einen Fußballer. 765. Spiele? Pflichtspiele und Freundschaftsspiele für den ersten FC Köln. Große Zahl. Erster FC Köln. Mein Verein. Hervorragend, dann dürfen Sie jetzt uns zum Abschluss noch Ihre zwei Top 2 Mitspieler Ihrer gesamten Karriere nennen. Oh, das ist ganz, ganz schwer, kann ich nicht sagen. Ich habe mit allen Großen gespielt und mit Pelé, wir haben in der Weltelf gespielt. Ich habe mit ihm in Japan Abschiedsspiel für Kamamoto in einer Mannschaft gespielt. Pelé gehört sicher dazu, ganz, ganz vorne. Und ja, und dann würde ich schon fast sagen Beckenbauer, Franz Beckenbauer. Mit dem Sie auch Zimmernachbar waren, ja. Ganz oft, haben ja. Sie eben erwähnt. Ja, ja. Ein Mensch, der ein, ja, ein überragender Fußballer, aber auch als Mensch eine Größe war. Was oder ist. Was sind Ihre Erinnerungen an Franz Krämer, an den Boss? Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, Franz Krämer. Das war der größte Verlust für den ersten FC Köln, dass der so früh gestorben ist. Größter Präsident, den wir jemals hatten. Zum Abschluss nennen Sie uns Ihre Top 2 Momente beim ersten FC Köln. Erstes Spiel und Meister. 64 war dann auch der größte Meister. Titel für Sie. Erstes Spiel und letztes Spiel. Das war ja dann wahrscheinlich das letzte, ne? Das letzte Spiel in der Saison, wo wir dann Meister waren. Ne? Erstes Spiel und eben Meister 64. Herr Overath, vielen herzlichen Dank. Gerne.